Also ich glaube, der kammermusikalische Gedanke für mich stellt sich vor allem oder stellte sich vor allem sehr früh ein, weil ich immer schon das Gefühl hatte, wenn man musiziert, tut man das nicht nur für sich, sondern eben in Gemeinschaft. Man teilt es mit vielen Menschen, die natürlich einmal im Publikum sind, aber eben vor allem die Musiker, mit denen man zusammenarbeitet. Und das ist eigentlich das, ja, so der Überbau, würde ich sagen, der das Musizieren sehr spannend macht. Und auch im Solokonzert, glaube ich, ist es wichtig, dass man mit verschiedenen Instrumenten kommuniziert, dass man andere Musiker wirklich mit seiner Musik anspricht und auch ja, sich austauscht im Gespräch, im musikalischen Gespräch. Und das geht über Solokonzert dann in die Kammermusik. Und vor allem mit den Musikern, mit denen man befreundet ist und die man schon sehr gut kennt, kann man natürlich noch tiefere Gespräche vielleicht führen. Und das ist eigentlich der Reiz, den ich sehe an dem kammermusikalischen Gedanken. Ja, also ich habe das Glück, relativ viele Freunde zu haben, mit denen ich musizieren darf und eigentlich schon über die Jahre sehr viel an verschiedenem Repertoire erkundet habe. Und ja, mit Julia Fischer, weil Sie sie ansprechen, bin ich schon sehr lange befreundet. Sie hat auch in München studiert, wie ich auch, an der Münchner Musikhochschule. Und wir haben das Brahms-Doppelkonzert schon wirklich sehr, sehr oft zusammen aufgeführt, haben das auch aufgenommen. Und das ist also eine Zusammenarbeit, die jetzt wirklich schon mehr als 10 Jahre zurückgeht. Also ich habe das Brahms-Trio auch gerade in London gespielt, allerdings in einer anderen Formation mit Julia Fischer und Simon Trepczewski und bin so ein bisschen eingetaucht in diese Zeit, auch in diese Klangwelt von Brahms. Und ich also für mich empfinde ich das Werk als wirklich sehr abgründiges, düsteres Werk, das er geschrieben hat. Und wenn man so sich die Opuszahlen, die verschiedenen Werke, die in der Zeit entstanden sind, ansieht, ist es, glaube ich, das dramatischste und auch vielleicht experimentellste Werk, das er geschrieben hat. Im Vergleich zu der Cellosonate beispielsweise in F-Dur, dem Brahms-Doppelkonzert in A-Moll, das sind alles sehr viel konventionellere Werke als eigentlich das C-Moll-Trio. Und den Reiz macht es eben, wie Sie schon sagen, die Schicksalstonart, dieses ja, ungarische Element, dieses unglaublich pulsierende, rhythmische Element, das er in seiner Musik verwendet, das macht es sehr, sehr reizvoll. Und es gibt ja auch Beschreibungen von der Zeit, also 1886 dann in Thun. Im Übrigen war ich auch schon in dem Ort, der also einer der idyllischsten Ferienorte ist, die man sich vorstellen kann, mit den Bergen in der Schweiz und diesen herrlichen Seen. Und da gibt es eine Beschreibung, wie Brahms also diesen C-Moll, diesen ersten C-Moll-Akkord am Klavier spielt und wie alle wirklich erschüttert sind von dieser Kraft, die Brahms in diesem Werk zum Ausdruck bringt. Und ja, wir versuchen da auch wirklich einzutauchen in diese Dramatik der Musik. Sicher gibt es auch in der Harmonik einige Anlehnungen an die große Kammermusik von Beethoven. Vielleicht, wenn ich da ans Erzherzog-Trio denke beispielsweise, gibt es sicher Themen, die Verknüpfungen darstellen, die Ähnlichkeiten in sich tragen, auch in der Harmonik. Aber für mich ist vor allem eben der Gestus entscheidend, der auch die Kontraste, wenn man sich das, den zweiten Satz des Scherzo ansieht, das so eigentlich ganz entrückt aus der Ferne kommt. Brahms schreibt dann auch den Streichinstrumenten vor, dass man mit Dämpfer spielt, eben also alles sehr reduziert und das alles eigentlich so von einer anderen Ebene zu hören ist. Und diese Verschiebungen eigentlich der Wirklichkeiten, musikalischen Wirklichkeiten vielleicht, das ist etwas, was das Stück sehr reizvoll macht. Und der langsame Satz ist wirklich sehr, ja, eigentlich volksliedhaft, also sehr einfach und sehr gesanglich. Da kommen auch die Qualitäten der Streicher sehr zum Ausdruck. Und ja, und dann der letzte Satz ist wirklich so ein quasi Zigeunertanz, sehr, sehr auch ursprünglich und urwüchsig, aber eben auch sehr durchdacht in der Rhythmik, wie er das anwendet. Also ja, spannende Mischung. Also die Rezensionen der Zeit sind spannend zu lesen. Also das ist eigentlich bei vielen Werken so, dass auch ein Dvorak-Konzert in seiner Zeit völlig verrissen wurde und heute ist es das populärste Solokonzert oder eines der populärsten überhaupt.
Wenn ich an Beethoven-Sonaten denke, späte Beethoven-Sonaten, die wurden überhaupt nicht verstanden von den Zeitgenossen. Da wurde nur damals erwähnt, dass Beethoven doch eine sehr visionäre Art hätte zu komponieren und dass es vielleicht auch erst in späteren Zeiten verstanden werden wird. Und das ist vielleicht bei Brahms ähnlich, dass auch diese späten Werke, vielleicht auch diese Vision hatten. Es klingt oft fast wie zeitgenössische Musik, die einfach vorausschauend waren und visionär waren. Und ich glaube, diese späten Werke und gerade dieses Trio ist eines der Werke, die eben auch in diese Kategorie fällt. Ja, interessant finde ich an dem Debussy-Trio, dass es ja eigentlich zeitlich gar nicht so weit auseinander liegt. Ich glaube, das wurde 1881 geschrieben, also 5 Jahre vor dem Brahms-Trio. Und Debussy hat sich, glaube ich, damals sogar ein bisschen älter gemacht, als er eigentlich war, als er nämlich gefördert wurde von der Frau von Meck, die auch Tschaikowski gefördert hat, die ja einen jungen Pianisten fördern wollte und dann Debussy ausgewählt hat, hat er sich also als 20-Jähriger ausgegeben und sie schrieb dann zu Tschaikowski, dass er ja eigentlich aussehen würde wie 16. Und tatsächlich war er, glaube ich, so 17 oder 18, also gerade so quasi an der Schwelle zur Volljährigkeit. Und da hat er natürlich schon in seinem Trio diese ganze Zeit eigentlich mit aufgenommen, weil eigentlich dieses Trio sehr romantisch wirkt und viele Themen da durchaus brahmsisch anzusehen sind. Und deshalb, glaube ich, ist die Kombination auch mit Debussy und Brahms im ersten Teil von diesem Konzert ganz gelungen. Und da kann man also durchaus auch Ähnlichkeiten erkennen und Debussy hat ja dann nun in seiner Zeit als Komponist einen ganz anderen Weg genommen. Aber diese frühen Experimente sind sehr spannend zu erleben und das kann man in seinem Trio. Also ich glaube, dass es sehr viele Bezüge allein dadurch zwischen Tschaikowski und Debussy gab, weil Debussy eben als junger Mann von derselben Gönnerin gefördert wurde und dadurch eigentlich einen direkten Kontakt auch hatte oder ja, über die Frau von Meck und natürlich auch die Musik von Tschaikowski kannte und es sehr bewundert hat, was er vor ihm geschrieben hat und sicher auch das mit ein Grund ist, warum er in seinem Trio eben diese romantischen Themen zumindest in seiner Art interpretiert oder in seiner Art schreibt. Und man da wirklich auch das Gefühl hat, eigentlich eine Ära, die schon zu Ende geht, wird nochmal von Debussy aufgegriffen. Und dann geht er eben sehr in diese nächste impressionistische Richtung zu komponieren. Ja, ich glaube, es ist sehr interessant, auch Bezüge zwischen der Musik und bildender Kunst zu sehen. Und natürlich, Debussy fällt in die Zeit der Impressionisten und ich muss gestehen, dass mir die wirklich sehr am Herzen liegen. Ich war jetzt gerade vor einigen Wochen in St. Petersburg und dann in Moskau, habe dort in Russland gespielt und in Moskau beispielsweise das Puschkin-Museum angeschaut mit einer unglaublichen Sammlung an herrlichen Van Goghs, Cézannes, Monets. Und natürlich, wenn ich Gelegenheit habe, in einer anderen Stadt, besuche ich auch die Museen immer wieder. Also hier in Stuttgart, das Haus der Geschichte ist auch ein Museum, das ich natürlich sehr, sehr gerne besuche. Einfach zu sehen, dass man, wenn man im unterschiedlichen Alter, ich komme ja ungefähr einmal im Jahr in eine Stadt, um ein Konzert zu geben, dass man einfach auch reift und sich Kunstwerke anders ansieht. Und vielleicht auch andere Musik dazu hört. Also mir geht es so, wenn ich die Impressionisten höre, dann höre ich die Musik wie von Ravel oder von Fauré oder von Debussy auch. Und diese verschiedene Inspirationen von bildender Kunst und Musik, glaube ich, sind für mich sehr bedeutend und macht sehr viel Freude. Also ich würde es auch so umschreiben, dass das Schubert-Trio einerseits natürlich im Herzen die Kammermusik beinhaltet, aber dass es durchaus den Rahmen sprengt, weil es in seiner Anlage eigentlich schon wirklich fast symphonische Musik ist, eigentlich wie die großen Symphonien von Schubert auch. Und das Klavier natürlich da sehr im Fokus steht auch. Also er hat sehr vom Klavier gedacht
und das so angelegt, dass die Streicher auch immer wieder das Klavier untermalen, unterstützen auch. Und ja, dass man aber da auch wunderbare Dialoge hat zwischen Geige und Cello und Klavier und dann einfach die, was ich vorhin schon gesagt habe, der kammermusikalische Gedanke, dass der wirklich sehr zum Tragen kommt. Wenn man sich den ersten Satz ansieht, finde ich interessant, wie er moduliert, also in den Tonarten wirklich auch sehr große Überraschungen passieren. Und aber ich finde vor allem spannend, wenn eigentlich so in der Durchführung, wenn es wirklich düster wird, wenn es geheimnisvoller wird, das sind so diese magischen Momente, die man versucht, besonders expressiv, besonders stimmungsvoll zu gestalten und wirklich auch hörbar zu machen und erlebbar zu machen. Und das sind die Momente bei Schubert, die mich besonders faszinierend, die mich wirklich, wirklich packen. Und ja, also im zweiten Satz, die langsamen Sätze von Schubert, das ist einfach der musikalische Himmel. Also das ist einfach traumhaft schön. Und da kann dann das Cello auch beginnen, nachdem das Klavier eine kurze Einleitung gibt. Und ich gebe das dann so als Kanon weiter an die Geige. Und es wird dann auch eben weiter übernommen in der Harmonik. Es sind einfach magische Momente der Musik.